Hallo liebe Zuschauer, heute haben wir eine ganz besondere Liebesgeschichte für euch. Luca Henny, der einstige DSDS-Sieger, und seine bezaubernde Tanzpartnerin Christina Luft sind frisch verheiratet und genießen ihre Flitterwochen in vollen Zügen. Aber Moment mal, wie hat alles begonnen? Während Luca an der Sendung Let's Dance teilnahm, sprühten die Funken förmlich zwischen den beiden. Seitdem sind sie ein unschlagbares Team und teilen ihr Leben miteinander. Im Jahr 2022 kniete Luca vor seiner Christina nieder, und ein Jahr später gaben sie sich das langersehnte Ja-Wort. Aktuell befinden sie sich in Kapstadt, Südafrika, und teilen ihre Abenteuer und Erlebnisse mit ihren Fans auf Instagram. Doch das Besondere daran? Sie tun es direkt aus ihrem gemütlichen Bett, in Bademänteln, mit Burgern, Pommes und Co. auf den Tellern. Da fühlt man sich doch gleich wie ein Teil ihrer Reise, oder? Die beiden strahlen vor Glück und schreiben: Gestern haben wir so viel erlebt und erkundet, dass wir es zum Essen gar nicht mehr aus dem Bett geschafft haben, auch mal schön. Das hört sich doch nach einer perfekten Zeit zu zweit an, oder? Und wie reagieren die Fans auf diese süßen Einblicke? Ein User schreibt: Genau so stelle ich mir traumhaft schöne Flitterwochen vor. Es macht so viel Freude, euch so glücklich und unbeschwert zu sehen. Dankeschön, dass ihr diese Einblicke gewährt. Ein anderer Kommentar lautet: Vielen lieben Dank, dass ihr euer Glück mit uns teilt. Es ist immer wieder schön, euch so happy zu sehen. Wir sind begeistert von der Liebe und dem Glück, das Luca und Christina ausstrahlen, und wir sind sicher, dass ihre Flitterwochen in Kapstadt unvergesslich werden. Wir wünschen dem glücklichen Paar alles Gute für ihre gemeinsame Zukunft. Das war's für heute, liebe Zuschauer. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um keine Updates zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.